Willkommen zurück zum neuen Part von Yu-Gi-Oh! Dawn of the New Era. Maxi spielt wieder mit Cyber, weil es so schnell ging, und ich mit Jinzo. Und was habe ich genommen? Ich weiß es selber nicht. Moment. Nicht überraschen. So. Alter. Gute Hand. Halbwegs. Okay. Ja, dass du So. eine Zauber- und Feindkarten gezogen hast. Nee, sonst hätte ich ja noch eine gesetzt, oder? Ich sag's mal so, Jinzo würde mich jetzt fisten. Gut, dass ich ihn fünfmal auf der Hand habe, nein. Das ging nicht. Ich kann das. Wann habe ich den größten Hurensohn schon mal weg? Sicher. Toll. Ich habe ihn noch mal. Hätte ich aber an deiner So. Stelle später eingesetzt. Ja, warum? Keine Ahnung, wenn ich Egal. was Stärkeres habe. Ist ja noch ein relativer Lappen. Wenn ich nicht gerade drei Monster als Tribut anbieten kann. Ja, komm, aber drei Monster als Tribut, weißt du, was du damit für einen Scheiß beschwören kannst, ja? Für drei Tribute. Den zum Beispiel hat er nämlich 3000 Angriff und ich kann alle Karten aufs Spielfeld zerstören. Also auf deiner Seite natürlich nur. Ja. Neun Karten, die ich im Deck habe, habe ich die unsinnigste gezogen. Ja, das ist ein ungeschriebenes Gesetz bei mir. Ja, der hat mir jetzt wirklich quasi nichts gebracht. So. Was ist jetzt? Den darfst du töten. Es wäre eine Verschwendung, das zu tun. Achso, du kriegst keinen Kampfschaden mehr. Ja, aber da hätte ich den als Tribut veranbieten müssen. Greift bis dahin Den nochmal an. hingegen kann ich aktivieren. Würde er das eh keinen Schaden bekommen, oder? Nee, nur wenn ich den als Tribut anbiete. Achso. Das bringt mir nichts. Gerade geflucht. Ja, ich hab's gesagt, scheiße, 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 das bringt mir nichts. Alter, was hab ich Ja. gerade für eine Hand, ey? Ja, ich will jetzt ein paar Lebenspunkte, egal. Zuschauer, seht euch meine Hand an und weint. Okay. Ich verliere 1900 Lebenspunkte. Und hältst den 2000er auf. Ja. Im ersten Zug hatte ich zweimal Sakura zur Rüstung, zweimal Magischer Zylinder auf der Hand. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite scheiße. Ich weiß. Ein richtiger Cyberdrache wäre jetzt ganz nice. Ist nice. Boah. Stattdessen ziehe ich nur so einen Scheiße. Moment. Moment.
Ist dein Zug schon beendet? Ja. Könntest du einfach in die Endphase gehen? Nein. Christopher, ich gönn Max nix. Scheiße. Kann ich das? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Liest du den Effekt durch, dann weißt du es. Ich weiß nicht, ob der Rechnung so aufgeht, wie ich das will. Angreifen. Das ist irgendwie das genaue Gegenteil vom letzten Duell. Oh ja, mein Proto-Cyber-Drache wird Rache an dir nehmen. Sagst du, er wird jetzt Rache an dir nehmen. Kann er denn? Warte. Das ist die Frage. Hallo Proto-Cyber-Drache. Ich will mal kurz was angucken hier. Wie geht's deiner Familie, Cyberdrache? Der hat eine sehr große Familie, musst du wissen. Es gibt da den drei Fusionsmonster. Es gibt noch einen Cyberdrachen 2 und einen normalen Cyberdrachen, also. Und den Cyberdrachen XYZ, weißt du? Nee, es gibt noch den Cyber Barrier Dragon und was gibt's noch? Was war der andere? Der Cyber Laser Dragon. Ist der nicht auch ja, mit, ich gibt's nicht auch so einen mit 00? Ja, aber der kriegt dann ATK, also es sind so Fusionsmonster, die kriegen dann was. Ja, und ich darf Cyber Barrier Dragon beschwören. Was kann der? Außerdem, solange sich diese Karte eine Angriffsposition befindet, annulliere die ersten Angriff deines Gegners in jedem Spielzug. Ja, der würde mir noch gefährlich werden, hätte ich jetzt nicht sowas noch. Ja. Ich hatte Schwarzloch, Blitzeinschlag, Sakurezu-Rüstung und Spiegelkraft. Deswegen habe ich gesagt, die Zuschauer sollen weinen. Hang out in the cursed bar. Ich ziehe es auf einmal nur so ultimative Alles-Zerstör-Karten auf der Hand. Ja. Okay. So, ich werde gerade zugeswampt in Skype. Bis bald. Ciao.